Ich habe jetzt echt Lust auf ein Eis. Und das beste Eis von allen gibt es bei Mr. Freezes frostige Freude. Oh, ich habe eine Idee. Lass uns lieber zu Jokers Gelato gehen. Oh ja, das ist die wunderbare Idee, Cyborg. Ah, aber der Laden ist das Letzte. Da gab's für mich keine Gratiskugel zum Geburtstag. Du warst doch mal Batmans Kumpel. Kann man ihn nicht verübeln. Und das außerdem. Es war nur eine Kugel. Warum spielt das denn die große Rolle? Weil es seit der Eiskugelverweigerung an meinem Geburtstag mit meinem Leben bergab geht. Mein Team nimmt mich nicht mehr ernst. Starfire weigert sich, mit mir auszugehen. Und mein Haaransatz ist um 2 Millimeter zurückgegangen. Mann, das ist deine eigene Schuld. Wie wär's mit mehr persönlicher Verantwortung? Du hast die Wutprobleme. Ich habe keine Wutprobleme! So. Jetzt gehen wir lecker Eis essen. Genau. Keine Diskussion! Jokers Gelato, wir kommen, Baby! Wow! Seht nur die vielen Geschmacksrichtungen. Caesar Romero Cookie Dough. Der Sack? Geile Finneck. Genuss? Ich hab's euch gesagt. Jokers Gelato ist der Mörder. Na, seht mal, wer doch reinkommt. Willst du den Kindersitz haben, Robin? Haha, toller Witz. Ich will gar kein Eis. Ich wollte euch nur sagen, dass ich einen Job angenommen habe. Bei Mr. Freezes frostige Freude. Und während unserer Werbewochen gibt's bei uns gratis Eis an jedem Tag. Nicht nur an Geburtstagen. Echt an jedem Tag? Wow, das ist mal eine gute Werbung. Danke, das war meine Idee. Halt, halt, halt! Ich weiß, was du vorhast. Du versuchst, die Jokers Gelato-Kunden zu klauen, um zu erreichen, dass der Laden hier den Bach runtergeht. Ganz genau! Wie kannst du unserem geliebten Eisladen das Böse antun? Weil sie mich um ein gratis Geburtstagseis betrogen haben. Doch jetzt werde ich mich dafür rächen. Das ist eiskalt. Tja, Rache wird am besten eiskalt serviert. Also, wer will ein gratis Eis? Oh, ich will. Auch, jo, ich auch. Was? Ihr geht zu ihm? Sorry, das Angebot ist zu verlockend. Willkommen bei Mr. Freezes frostige Freude. Was darf es denn sein? Keine Ahnung, welche Sorten hast du denn? Wir haben eine große Auswahl von sanft gerührter Vanille. Vanille. Bis sanft servierter Vanille. Mehr Vanille. Das ist keine Auswahl, du Lauch. Habt ihr nichts Exotischeres? Natürlich. Hier haben wir französische Vanille. La Vanille. Exotique. Dann gib uns irgendeins, Robin. Bitte sehr. Und wo sollen wir sitzen? Draußen. Hier ist es so heiß, dass unser Eis sofort schmilzt. Richtig. Ihr könnt wieder reinkommen, um noch ein Eis zu kaufen. Versteht ihr, wie das läuft? Oh Mann, das bringt null Fun. Hey! Kommt lieber zurück zu dem unseren Laden. Halt! Ihr zwei arbeitet jetzt bei Jokers Gelato? Genau! Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie du unseren Lieblings-Eisladen pleite gehen lässt. Wir könnten vielleicht lieber dich in die Pleite gehen lassen, Robin. Ha! Ich glaube nicht, dass ihr das schafft. Ihr werdet sehen, dass meine Kundschaft mir die Treue hält. Nein, tun wir nicht. Dein Laden ist grässlich. Wartet, Sonderangebot. Wenn ihr zurückkommt, dürft ihr meine Toiletten benutzen. Kostenlos. Willkommen, Jokers Gelato! Spaß haben ist unser Motto! Nick, nick! Wozu macht ihr die Clownereien? Na, das ist doch Jokers Eisladen. Deswegen benutzen wir dieses Clown-Motiv, um Kunden anzulocken. Das Ding-Dong! Die Uhr hat Jokers Gelato geschlagen! Und wisst ihr, was das heißt? Jetzt ist es Zeit für unglaublich viel Eis! Der Schuppen ist unglaublich, yo! Ich gehe nie wieder weg. Na sowas. Die glauben wohl, die kriegen mich klein, ha? Euch zeige ich, wie man Spielchen spielt. Batman, komm schnell! Verbrechensalarm in Jokers Gelato! Na, wer sagt's denn? Er wird sie in 0, nichts fertig machen.